Ach ja, jetzt hört er wieder den dicken Johnny hier atmen. Ja, ich muss hier gerade ein Paket abholen, was auch für den Kanal hier ist, aber das erzähle ich heute noch nicht. Mal gucken, dass ich den Schlüssel hier nicht verliere. Alles schön da reinpacken. Boah, echt warm, ey. Hätte ich nicht gedacht. Ja, leise ist die Auspuffanlage nicht. Oh. Die macht auch Krawall. Aber im gesunden Rahmen, definitiv. Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo ich hier stehen geblieben bin, bevor ich mein Paket abgeholt habe. Aber ja, da ist jemand, der hat halt reagiert. Und ich dachte erst, genau, der nimmt mich jetzt irgendwie auseinander oder keine Ahnung was. Meistens kenne ich Reactions eigentlich auch nur. Oder. Ihr wisst ja, ich habe ja sowieso so ein, ich will nicht sagen gestörtes Verhältnis zu Reactions, aber so ein anderes Verhältnis zu Reactions. Einfach sich da hinzusetzen, das Video von jemandem zu gucken und einfach irgendwas darüber zu sagen. Aber mittlerweile habe ich auch angefangen, das eine oder andere da auch mal so ein bisschen zu gucken und so. Manchmal auch ganz interessant, was der oder ja, was der ein oder andere YouTuber, den man eigentlich ganz gerne guckt, auch für eine Meinung über andere hat, die man auch gerne guckt. Aber ja, wenn man jetzt nur so Reactions macht, das wäre jetzt nichts für mich. Aber ja, das ist auf jeden Fall die erste Reaction auf eins meiner Videos und dann auch noch darüber, dass ich wieder in einem Club bin. nee, aber deswegen dachte ich erst, scheiße, was kommt denn da jetzt? Hast du vielleicht doch irgendwie was falsch gemacht in deinem Video oder so? Oder keine Ahnung, da habe ich erstmal so nachgedacht und dann habe ich das Video gesehen und dachte, ja nee, der sitzt dann da, sagt das gleiche, also stimmt mir da voll und ganz zu. Und dann, ich bin ja manchmal so panisch, ich weiß manchmal selber nicht, was ich in so einem Video gesagt habe, aber ich habe gerade, wenn es solche Videos um Clubs geht oder um die Szene, die lasse ich gegenchecken von jemandem, der noch mehr Ahnung hat als ich. Aber wie gesagt, das habe ich ja schon mal gesagt, jeder hat seine Wahrheit und seine Lügen. War eigentlich ein kurzes und knappes Video jetzt. Schaut bei dem, wie heißt er nochmal? Der Bra? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, wie der Gute heißt. Katastrophe. Egal, bei dem Kollegen, guckt da mal rein. Ich habe jetzt auch nur ein Video gesehen, und zwar das, wo er auf mich reagiert hat. Ja, wie soll ich sagen? Bin ich ja ganz gut weggekommen in dem Video. Ja. Aber wie gesagt, ich habe ja da halt so ein gestörtes Verhältnis zu den ganzen Reaction-Sachen. Einfach weil jemand, der ein Video nicht reactet, sondern einfach selbst kreiert, egal was er macht, ob er sich jetzt so wie ich einfach auf das Motorrad setzt, durch die Gegend fährt, sich irgendwas aus dem Kopf zieht, um die Leute hier zu unterhalten oder wirklich interessante Themen haben, spielt da keine Rolle. Aber es ist halt Arbeit, die er verfasst. Sei es Videoschnitt und so weiter, was ja auch alles Arbeit ist. Und verstehe mich nicht falsch, ne? Also ich will da jetzt nicht schlecht reden und ich bin ja auch also sehr positiv da weggekommen. Also deswegen sage ich ja auch, guck bei dem vorbei. Und ich glaube, die anderen Themen könnten wahrscheinlich auch für den einen oder anderen, die so ein bisschen Motorradclub-mäßig da sich interessieren oder so. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was der da über die anderen Sachen erzählt. Ich habe sie noch nicht geguckt. Deswegen bedingt empfehlungsmäßig. Also ich kann euch nur sagen, das Video über mich war gut. Deswegen die anderen weiß ich gerade nicht. Deswegen muss ich mir das selber erstmal anschauen. Aber wie gesagt, so hat da. Ich verliere jetzt schon zum dritten Mal den Faden heute, ehrlich. Ich weiß gar nicht warum. Was ist denn mit mir los? Das hat, weil ich mich so über meinen Hausverwalter und Vermietungsgeschichte da aufrege oder keine Ahnung. Oder ist das der Sound, der mich hier zum Vergessen bringt? Ne, keine Ahnung. Ja. Genau, ich habe da halt, weil es ist halt so, es ist jemand da, der sich wirklich Arbeit mit seinen Videos macht, die halt, ja, so wie ich jetzt gerade, wie das Video jetzt entsteht,
Es ist ja irgendwo klar, ich habe Spaß beim Motorradfahren. Man könnte sagen, ja, du redest jetzt nur einfach dabei. Auch da ist was dran, na klar. Aber überhaupt sich das Equipment zu kaufen, jetzt sich nur deswegen aufs Motorrad zu setzen, um hier irgendwo so ein bisschen unterhaltungsmäßig unterwegs zu sein. Dann der ganze Videoschnitt dann hochladen, all das ist irgendwo Arbeit. Es ist Arbeit. Und dann kommen einfach andere dahin und setzen sich einfach vor den PC und gucken sich das Video an, wie so eine Art von einem Livestream, reacten dann da drauf und haben eigentlich gar nichts dazu beigetragen und greifen dann Klicks ab und Viewzeit, also, ne, also, ja, wie soll ich sagen, ziehen sich einen Vorteil durch Content der anderen daraus. Also so war bisher immer meine Meinung darüber und so ist sie auch eigentlich jetzt auch. Und genau der Kollege hat zu mir auch gesagt, ich soll mich nicht verbiegen lassen. Genau deswegen sage ich das jetzt auch. Auch wenn ich die Reaction gut fand, ist das so ein Ding, da bin ich halt so ein bisschen zwiegespalten. So, ich mache meine Videos halt, ich habe auch mal auf etwas reagiert, habe mir das angeguckt, habe dann Szenen rausgeschnitten, aber den Rest habe ich auf dem Motorrad gemacht. Ich habe meinen eigenen Content draus gemacht. Und da sehe ich halt den ganz, ganz, ganz großen Unterschied, was Eigenes draus zu machen, anstatt sich einfach vor den PC zu setzen und sagen, ey yo, ich bin der gleichen Meinung, ey yo, das hast du gut gemacht, ey nee, deine Augenfarbe gefällt mir nicht, nee, du hast mir einen so kleinen Eichel, keine Ahnung, was, ne? Naja, aber wie gesagt, auch mittlerweile gucke ich mir auch schon öfters solche Videos an und manchmal ist das ja dann doch ganz interessant, was der eine oder andere dann über gewisse Themen sagt oder über gewisse Meinungen von jemand anderen. Und wie gesagt, das steht nicht in meiner Macht. Oder wer bin ich, um jemand anderen vorzuschreiben, wie er seine Reactions machen soll? Denn da tue ich nicht und ich will ja auch nicht, dass man mir etwas vorschreibt. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, Grüße gehen da auf jeden Fall auch nochmal raus an... Scheiße, Mann, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Der Brate. Irgendwie so. Ich blende es ein. Ach, ihr wisst das jetzt ja sowieso. Dann blende ich es einfach nochmal ein und fertig, Ende. Egal. So. Denn die Reaction war gut. Also, die war jetzt positiv für mich, deswegen... aber trotzdem wollte ich das mal erwähnen lassen. Wie ich sonst immer so zu solchen Reactions-Sachen stehe. Und klar, manchmal denke ich mir, boah, es gibt auch das ein oder andere Video, darauf könntest du auch reagieren. Eigentlich, du hast da voll viel zu sagen, aber dann denke ich mir, ich muss ja schon wirklich vorm PC sitzen, um dann auch alles behalten zu können, wenn ich jetzt schon hier in so einem 20-minütigen Video, wo ich 30 Minuten Motorrad fahre, die Hälfte vergesse. Weißt du? Ja, ist einfach so. So, dann müsste ich mich ja dann auch davor setzen und da irgendwie so zu machen. Und das ist halt, was ich für mich nicht so sehe, so, da habe ich irgendwie nicht so den Bock drauf. Irgendwie, keine Ahnung, ja. Ich meine, in einem Livestream bei Twitch oder so, dann ist ja wieder was anderes. Ihr wisst ja, oder viele von euch wissen, ich mache ja auch Twitch. Da habe ich schon mal, da habe ich mir auch schon mal Videos von anderen angeguckt, aber ich werde mir niemals die Mühe machen, daraus ein Video zu machen und dann auf YouTube hochzuladen. Da käme ich mir blöd von, das dann so aus... Hört sich jetzt auch doof an, wenn ich das sage, aber das dann in dieser Art und Weise auszuschlachten. Andersrum, jetzt kommt mal die andere Seite. Eigentlich profitiert, also ich profitiere jetzt ja auch davon, dass der Brate. Ich hoffe, der Name war jetzt richtig so, ne? Irgendwie habe ich das schon mal, egal, dass er dann reagiert und auch wenn der einen etwas kleineren Kanal hat als ich und meiner ist ja schon klein, aber ich glaube mit seinen Themen und so, wie er das anspricht, wird er sehr schnell wachsen. Ich sag euch, der wird, weil er auch Sachen anspricht, also ich habe es jetzt auch nur an Thumbnails gesehen und wie die Titel von den Videos heißen, wenn der Kollege so weitermacht, wird er ganz schnell größer sein als ich. Was mache ich hier? Ich sitze hier und laber nur Kacke. So, ja, aber ich glaube, mit der Art von Videos, weil das einfach so viele feiern oder sich so viele, ja, für solche Art von Videos interessieren, wird der wohl sehr schnell wachsen und da, klar, warum nicht, gönne ich ja, auf jeden Fall jeden. Und dadurch, dass er jetzt auf mein Video reagiert hat, um das auch mal ins Positive für mich jetzt, weil, ne, ihr habt ja meinen Standpunkt eben gehört, einfach nochmal zu erwähnen, ich profitiere jetzt davon, er profitiert davon. Und das muss man auch mal aus dem Aspekt und aus dem Licht sehen. Klar, er setzt sich jetzt auch nur davor, aber letztendlich muss er sich den Scheiß ja auch angucken und aufnehmen und im schlimmsten Fall den einen oder anderen Schnitt ansetzen, ne, falls er mal irgendwas gesagt hat oder so, was da nicht passt oder so, um rauszuschneiden. Das wissen wir alle,
dass wir unsere Videos schneiden müssen. Ist ja auch irgendwo ein bisschen Arbeit. Genau. Nee, aber da gehen auf jeden Fall Küsse raus. Viel Glück mit deinem Kanal. Ich werde ihn verfolgen, werde mir die anderen Videos mal reinziehen. Wir haben kurz geschrieben, Kontakt super nett. Also, keine Ahnung, irgendwie ehrt mich das jetzt natürlich. Ich habe das durch Zufall gesehen, weil ich durch meine YouTube-Studio-App da durchgeguckt habe auf dem Computer und sehe dann, ich habe eine Erwähnung von einem Namen, den ich nicht kannte. Und dann steht da mein Name so. Und dann denke ich, ach, das ist ein Video, krass. Dann dachte ich erst, oh scheiße, was ist jetzt los, ne? Naja, ist ja positiv, Gott sei Dank so, ne? Aber ich war erstmal so ein bisschen geschockt. So, was will der jetzt von mir so? Nee, aber letztendlich ist es dann ja auch Werbung wieder für mich so. Und das muss man auch mal aus der Richtung sehen. So, und dadurch, dass ich das vorher ja nie hatte, habe ich es ja immer komplett abgelehnt. Und jetzt würde ich sagen, hey, mit Sicherheit ist der ein oder andere von seinem Kanal hier drauf gekommen. Und da sage ich herzlich willkommen. Und dann sage ich dir auch vielen Dank, dass du auf mein Video auch reagiert hast. Und dass vielleicht davon auch, vielleicht, und wenn es nur ein Abonnent ist, der eine Abonnent hat es gebracht. Es ist einfach so, ich bin über jeden einfach dankbar. Und dann muss ich auch dankbar sein, dass man auf einen meiner Videos reagiert. Und das ist ja dann auch, ja, wie soll man sagen, Werbung für beide Seiten dann. Also eine Win-Win-Situation. So aus der Perspektive habe ich das Wort früher einfach nicht gesehen. So, also von daher gibt es daran auch natürlich positive Sachen. Und ich glaube, das ist es gewesen. Die Sonne geht unter. Ich muss auch noch zum Paket. Wie heißt das da hier? Packstation. Da muss ich auch noch was abholen. Ich habe Bock, mir richtig Motorrad zu fahren. Es ist nicht kalt, aber ich musste halt so lange da jetzt zu Hause bleiben. Und hab gesagt, ja, ich muss aber zur Arbeit und so. Ja, auch wenn jetzt dann Nachbar oder sonst wie was mitgekriegt hätte, und ja, du bist ja schon wieder zu Hause oder was, wenn man sagen würde, sag ich, ja, das hier ist auch Arbeit. Und ohne Witz, es ist auch Arbeit, auch wenn es Spaß macht und in erster Linie ich da jetzt nicht wirklich so viel Geld dran verdiene, aber man verdient, also im Jahr kommt bestimmt ein Euro zusammen. Aber dazu gibt es irgendwann mal ein bisschen mehr. So, für mich ist das hier Spaß, es ist auch Arbeit und Erholung und Abschalten, auch wenn man manchmal über Themen spricht, die einen so im Alltag aufregen, aber ich weiß nicht, wenn ich da so mit euch drüber spreche, ist halt wieder so ein Ding so zum Runterkommen und fertig. Aber dennoch ist das hier auch Arbeit. So. Oha, es ist doch windig. Ich glaube, ihr hörtet, dass es windig ist. Ja, ich genieße jetzt noch die letzten Meter, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Denkt dran, der Rideout ist an Pfingstsonntag. Datum, alles schreibe ich nochmal in die Videobeschreibung unten rein. Treffpunkt genauso. Aber Treffpunkt wird wieder die altberühmte Shell-Tankstelle sein, wo wir uns immer getroffen haben. Und das werde ich auch in die Videobeschreibung alles reinballern. Uhrzeit werde ich jetzt noch nicht reinschreiben, aber ich denke mal auch wieder so 12, 1 Uhr so um den Dreh, dass ihr schon mal so eine grobe Richtung habt, auf die ihr euch einstellen könnt. Und ja, ich hoffe, ihr erscheint zahlreich und wir haben einen richtig netten Nachmittag, wo wir gemütlich um Pudding fahren. Genau. Leute, ich wünsche euch was. Haut rein, liken, abonnieren und so weiter. Ihr kennt den ganzen Spaß. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Video.